Diese Mission soll Geheimnisse aus der Urzeit unseres Sonnensystems lüften. Asteroiden enthalten Spuren unserer Geschichte. Und dazu beitragen, unsere Zukunft zu sichern. Ein Asteroideneinschlag auf der Erde würde gewaltige Schäden verursachen. Schafft es diese Raumsonde, einen Asteroiden zu erforschen, indem sie Materialproben nimmt und zurück zur Erde bringt? Das war echt schwierig. Wir haben uns diesen Asteroiden wie einen Strand vorgestellt. Weit gefehlt. Überall Felsen. Auf diese Brocken waren wir nicht gefasst. Wenn wir einen Asteroiden endlich sehen, sind unsere Hypothesen oft hinfällig. Vieles konnte schiefgehen und die Mission vorzeitig beenden. Ein Rendezvous mit einem Asteroiden. Wir hatten uns jahrelang vorbereitet und alles bedacht. Nervenaufreibend. Eine Mission zu einem solchen Objekt hat es noch nie gegeben. Wir haben alles aus der Sonde und unserem Team herausgeholt. Ich bin sehr aufgeregt und total nervös. Man darf nicht lockerlassen, muss wissen, was man tut. Und Glück gehört auch dazu. Mehr als 300 Millionen Kilometer von der Erde entfernt, nähert sich die Raumsonde OSIRIS-REx einem Asteroiden. Banges Warten in Littleton, Colorado. Die Weltraumforscher hoffen auf einen spektakulären Erfolg ihrer Sonde. Sie soll Proben von einem Asteroiden namens Bennu nehmen. OSIRIS-REx soll uns die größte Probenmenge liefern, die ein Roboter in der Geschichte der Raumfahrt je gesammelt hat. Läuft alles wie geplant, wird ein Roboterarm an seiner Oberfläche andocken und so viel Gestein und Staub ansaugen wie möglich. Nur 5 Sekunden später wird die Sonde wieder abheben. OSIRIS-REx muss diese entscheidende Aufgabe eigenständig meistern, ohne Steuerung durch Menschen. Die Ausbeute werden wir erst nach dem Abheben kennen. Ein aufwühlender Moment. In sicherer Entfernung wird die Sonde dann ihre kostbare Fracht einlagern und sie zurück zur Erde bringen. Schon eine Handvoll Asteroidenstaub könnte wichtige Fragen beantworten. Es ist wirklich erstaunlich, wie viel diese winzigen Staubkörner aussagen. Über die Anfänge des Universums und des Sonnensystems, aber auch über die Ursprünge von Asteroiden wie Bennu und die Entwicklung der Erde. Sie könnten sogar Hinweise auf die Entstehung des Lebens auf unserem Planeten geben. Die Wahrheit liegt dort draußen, eine objektive Realität. Wir müssen sie nur finden. Auch andere Missionen haben es schon versucht. Proben von fernen Himmelskörpern zu nehmen. 2004 flog die Raumsonde Stardust durch den Schweif eines Kometen. Sie verfügte über einen Staubkollektor in Form eines Tennisschlägers. Dieses Netz wurde beim Flug durch den Kometenschweif ausgefahren, um Staubpartikel zu sammeln, sie in einer Kapsel zu verstauen und dann zurück zur Erde zu bringen. Es war eine mühsame Aufgabe, die mikroskopisch kleinen Partikel im Netz zu finden. Doch die Forscher machten wichtige Entdeckungen und gewannen revolutionäre Erkenntnisse über die Entstehung des Sonnensystems. Alles aus einem einzigen Milligramm Staub. 2005 versuchte die japanische Raumfahrtagentur mit ihrer Sonde Hayabusa Bodenproben von einem Asteroiden namens Itokawa zu nehmen. Die Mission war von Pannen begleitet. Es gab viele Probleme und entmutigende Momente.
Hayabusa war ähnlich wie Apollo 13, ein erfolgreicher Misserfolg. Obwohl so vieles schiefging, kehrte die Sonde immerhin zur Erde zurück. Es war eine Premiere. Erstmals konnten Proben von einem Asteroiden untersucht werden. Doch die Ausbeute war gering. 1500 winzige Staubkörner von Itokawa. Die Hayabusa-Proben bestanden aus Staubpartikeln, die zwischen 20 und 100 Mikrometer groß waren. Um Ihnen eine Vorstellung zu geben, wie klein das ist, der Durchmesser eines menschlichen Haars beträgt zwischen 100 und 200 Mikrometern. Die Staubpartikel sind also nur halb so groß oder noch kleiner. Osiris-Rex hingegen könnte genügend Asteroidenstaub sammeln, um ein paar große Kaffeebecher damit zu füllen. Wenn wir so viel Material zusammenbekämen, wäre das eine ganz andere Größenordnung als bei sämtlichen Proben, die bislang von Asteroiden genommen wurden. Tatsächlich wäre die Menge tausendmal größer. So könnten zahlreiche Geheimnisse des Sonnensystems gelüftet werden. 8. September 2016. Liftoff of OSIRIS-REx, its seven-year mission to boldly go to the asteroid Bennu and back. Nichts ist eindrucksvoller als der Start. Die Schubkraft der Rakete ist gewaltig. Sogar mehrere Kilometer entfernt ist sie körperlich spürbar. Eine überirdische Erfahrung. Unser gesamtes Berufsleben war auf diesen Moment ausgerichtet. Es gab so vieles, was schiefgehen und das Ganze vorzeitig beenden konnte. Man muss einfach seine innere Ruhe finden und das ganz bewusst genießen. Was auch immer passieren mag, wird passieren. OSIRIS-REx has gone supersonic. Während eine Atlas V-Rakete die Sonde aus der Erdumlaufbahn katapultiert, vertraut das Team im Kontrollraum darauf, dass sie nach vielen Millionen Kilometern dank Mathematik und Schwerkraft ihr winziges Ziel erreicht. Die ersten paar Monate verliefen problemlos und die Sonde näherte sich Bennu. Jetzt sind alle auf das Ziel fokussiert: Proben sammeln und zur Erde bringen. Doch was ist der Grund für diese Mission? Was ist das Besondere an Bennu? Eine meiner ersten Aufgaben bei dieser Mission bestand darin, nach einem geeigneten Asteroiden zu suchen. Das hört sich einfach an, denn bis heute kennen wir fast 1 Million Asteroiden. So wie Vesta mit seinen zahlreichen Einschlagkratern. Oder Ida, kartoffelförmig mit eigenem Mond. Oder Chariklo, der kleinste bekannte Himmelskörper mit Ringen. Doch Bennu beobachten Wissenschaftler schon seit über 20 Jahren. Von der Erde aus ist Bennu ein kaum erkennbarer Lichtpunkt. Selbst die Teleskope auf den höchsten Bergen liefern kein gutes Bild von ihm. Was also macht diesen geheimnisvollen Punkt am Nachthimmel so besonders? 1999 gelingen dem Arecibo-Radioteleskop in Puerto Rico und dem Goldstone-Observatorium in der Mojave-Wüste diese Radarbilder von Bennu. Die unscharfen Aufnahmen vermitteln einen ersten Eindruck des Asteroiden. Wir konnten seine Form und die Rotation erkennen und bekamen eine ziemlich genaue Vorstellung von seiner Größe und Struktur. Bennu hat die Form eines Kreisels. Er dreht sich alle 4,5 Stunden einmal um sich selbst. Dabei ist der Asteroid nicht viel größer als das Empire State Building. Doch es ist vor allem Bennus Bahn, die das Interesse des Teams geweckt hat. Wenn wir an Asteroiden in unserem Sonnensystem denken, fällt uns als erstes der Asteroidengürtel zwischen den Planetenbahnen von Mars und Jupiter ein.
Doch es gibt eine ganze Klasse von Himmelskörpern wie Bennu, die wir als erdnahe Asteroiden bezeichnen, weil sie der Erdbahn nahe kommen. Von ihnen gibt es mehr als 20.000. Je näher ein Asteroid der Erde ist, desto leichter wird er mit einer Sonde erreichbar. Die zur Verfügung stehende Rakete und die maximale Missionsdauer geben die Grenzen vor, denn Zeit ist Geld. Am leichtesten erreichbar sind daher die erdnahen Asteroiden. Aber ein leicht erreichbarer Asteroid in unserer Nähe kann natürlich auch uns leicht erreichen. Vor 65 Millionen Jahren kollidierte ein riesiger Asteroid mit der Erde. Dabei entstand eine gewaltige Staubwolke, die auf dem gesamten Planeten das Sonnenlicht blockierte. So konnten die Pflanzenfresser auf der Erde nicht mehr genügend Nahrung finden. Die Folge war ein Massenaussterben. Damit endete das Zeitalter der Dinosaurier. Dieser Asteroid verursachte Schäden, die unsere moderne Gesellschaft nicht überleben würde. Eine reale Gefahr. Wir wissen das, denn wir sehen ja die Spuren auf unserem Planeten. Die Erde wurde schon oft getroffen und es wird wieder passieren. Wissenschaftler sagen voraus, dass Bennu bereits im Jahr 2175 auf Kollisionskurs mit der Erde gehen könnte. Wenn das geschähe, wären die Schäden gewaltig. Der Einschlag würde die Energie von 1200 Megatonnen TNT freisetzen. Das wäre mehr als bei allen Atombombenexplosionen seit dem Zweiten Weltkrieg. Es würde die Erde nicht unbewohnbar machen, aber die Energie reicht aus, um eine Großstadt zu zerstören. Schlägt er in einer dicht besiedelten Gegend ein, wird diese Stadt ausgelöscht. Wir müssen das ernst nehmen. Die Wahrscheinlichkeit ist gering, doch die Folgen wären schwerwiegend. Ein besseres Verständnis der erdnahen Asteroiden könnte der Wissenschaft dabei helfen, eine Methode zu entwickeln, um diese potenziellen Geschosse abzulenken oder zu zerstören. Doch Asteroiden können auch Informationen über die Entstehung der Erde liefern. Asteroiden sind Überreste aus der Anfangszeit unseres Sonnensystems. Sie bergen viele Geheimnisse seiner frühen Entwicklungsgeschichte. Als die Planeten unseres Sonnensystems vor 4,5 Milliarden Jahren entstanden, verbanden sich Gase und Staub zu Kieselsteinen. Das waren die allerersten Feststoffe. Aus Kieseln wurden größere Brocken. Ein Durcheinander mit reichlich Kollisionen. Und aus Brocken riesige Asteroiden. All diese Asteroiden stießen zusammen oder prallten auf Protoplaneten. Ein Chaos. Als sich der Staub legte, hatten die Planeten ihre Form angenommen. Doch es blieb viel an Material übrig. Millionen von kleinen Gesteins-, Metall- und Eisklumpen. Diese Asteroiden bergen Spuren unserer Geschichte. Ein Planet gleicht einem Omelette. Eine komplexe Mischung aus Zutaten, die nach und nach hinzukommen. Zuerst zwei Eier. Vielleicht eine Paprika, eine Zwiebel, Salz und Käse. Das alles landet in der Pfanne, wo es erwärmt und zu einem Omelett wird. Aber wenn ich Ihnen ein Omelett zeige und Sie noch nie Eier gesehen haben, kämen Sie nie darauf, dass es Eier enthält.
Genau wie bei einem Omelett wurden die Bestandteile der Erde im Laufe der Zeit durchmischt und erhitzt. Die Erde veränderte sich. Es gab Vulkanausbrüche und Erdbeben. Daher ist es schwer zu sagen, wie unser Planet zu Beginn seiner Entstehung aussah. Aber Asteroiden wie Bennu sind Überreste aus der Frühzeit des Sonnensystems und damit kleine Zeitkapseln, die verraten, welche chemischen Stoffe vorhanden waren. Sie könnten einige der wichtigsten Zutaten für das Originalrezept der Erde enthalten. Darunter auch einen ganz besonderen Stoff, ohne den keiner von uns leben könnte. Wir wussten, dass Bennu sehr dunkel ist. Daher wählten wir ihn aus. Denn das bedeutet eine kohlenstoffreiche Oberfläche, vor allem in Form von organischen Verbindungen. Kohlenstoff ist der Baustoff allen Lebens auf der Erde. Er kommt im Boden, in der Luft, in den Ozeanen, in jeder Pflanze und jedem Tier vor. Doch woher stammt er? Es wäre viel einfacher, wenn wir sagen könnten, dass es Kohlenstoff von Anfang an gab. Doch in den ersten 600 Millionen Jahren seiner Entstehung war unser Planet vollkommen flüssig. Ein Kessel voller Lava und Magma. Bei Oberflächentemperaturen von mindestens 2000 Grad Celsius wäre vorhandener Kohlenstoff an der flüssigen Erdoberfläche in den Weltraum verdampft. Es bleibt also ein Rätsel, wie der Kohlenstoff auf unseren Planeten kam. Ist dieser Baustoff des Lebens vielleicht per Anhalter mit Kometen und Asteroiden auf die Erde gelangt? Eine Theorie besagt, dass alle lebensnotwendigen Elemente von Asteroideneinschlägen stammen. 2014 liefert die Rosetta-Mission der Europäischen Weltraumorganisation ESA dazu wichtige Hinweise. Ziel von Rosetta war es, auf der Oberfläche des Kometen 67P zu landen, um dessen Zusammensetzung besser erforschen zu können. Als eine Sonde namens Philae tatsächlich auf dem Kometen aufsetzte, schrieb die Mission Geschichte. Eine Premiere. Das ist bisher niemandem gelungen. Ein Erfolg nicht nur für die ESA, sondern für die Menschheit. Und die Mission machte obendrein eine bedeutende Entdeckung. Kohlenstoffmoleküle, die für das Leben auf der Erde unentbehrlich sind. Das OSIRIS-REx-Team hofft, auch an Bennus Oberfläche Kohlenstoff zu finden und so dem Rätsel seiner Herkunft auf der Erde ein Stück näher zu kommen. Vorausgesetzt, es klappt mit der Probe. Der Asteroid war unbekannt. Wir wussten während der Planung nicht, ob eine Probenentnahme überhaupt möglich sein würde. Aufnahmen des Spitzer Weltraumteleskops lieferten Antworten auf diese Frage. Seine Infrarotkameras machen Wärmestrahlung sichtbar. Mit Infrarotinstrumenten lassen sich im Weltraum Objekte ausmachen, deren schwaches Licht sonst nicht zu erkennen ist. Etwa eine ferne Galaxie oder ein winziger Asteroid. Das Spitzer-Teleskop konnte zeigen, wie sich Bennu im Sonnenlicht erwärmt, erkennbar an der roten Färbung. Zu sehen ist auch, dass sich die Oberfläche des Asteroiden durch die Rotation schnell wieder abkühlt. Das sind die grünen und blauen Bereiche. Stellen Sie sich einen Strand mit winzig kleinen Sandkörnern vor. Tagsüber absorbieren sie die Wärme sehr schnell. Nachts kühlen sie dann genauso schnell wieder ab. Manche Materialien kühlen langsamer ab. Felsbrocken, die den ganzen Tag über der Sonne ausgesetzt sind, halten die Wärme länger. Nach der Geschwindigkeit seiner Abkühlung zu urteilen, schien sich Bennu also eher wie Sand zu verhalten. Bennu erwärmte sich schnell und kühlte schnell ab. Wir haben ihn uns wie einen Strand vorgestellt. Eine weiche, glatte Oberfläche, auf der selbst ein Kleinkind leicht schaufeln kann. Nach damaligem Stand war die Oberfläche ziemlich einladend.
Die Hinweise auf seine glatte Oberfläche mit viel Kohlenstoff und seine erdnahe Position machten Bennu zum anscheinend idealen Ziel. Deswegen wollten wir dorthin. Die perfekte Wahl. Im August 2018, 2 Jahre nach dem Start und 1,5 Millionen Kilometer vor dem Ziel, macht Osiris-Rex das erste Foto. Bennu war nur ein punktförmiges Licht und die Auflösung war schlecht. Es sah aus wie die Aufnahme von einem Stern. Selbst als die Sonde näher kommt, bleibt Bennus wahre Natur verborgen. Dass wir Bennu schon so nahe waren und immer noch so wenig über seine Eigenschaften wussten, machte es unglaublich spannend. Das ist schon knifflig, weil nicht alle notwendigen Informationen vorliegen. Wir können das Risiko also nicht einschätzen. 3. Dezember 2018. Endlich erreicht die Sonde Osiris-Rex ihr Ziel. Ein großer Erfolg. Die Sonde ist jetzt nur noch 20 Kilometer entfernt. Aufgeregt warten die Forscherinnen und Forscher auf die ersten Nahaufnahmen. Auf die angeblich glatte, sandige Oberfläche. Ich sagte dem Team, dass wir auf diesem großen Strand leicht einen guten Ort für die Probenentnahme finden würden. Doch Bennu sah ganz anders aus. Es hat uns wirklich umgehauen, als die ersten Daten hereinkamen. Überall Felsen. Auf diese großen Felsbrocken waren wir nicht gefasst. Als wir die ersten Bilder des Asteroiden Bennu sahen, war ich ein bisschen beunruhigt und besorgt, weil die Oberfläche sehr uneben und zerklüftet war. Danny Della Giustina kennt sich mit felsigen Landschaften aus. An ihren Wochenenden geht sie in der Nähe von Tucson, Arizona, klettern. An den übrigen Tagen und Nächten ist sie im Osiris-Rex-Team verantwortlich für die Bildverarbeitung. Ihre Aufgabe besteht darin, Bennus felsige Oberfläche detailliert zu kartieren. Ein großer Teil unserer Arbeit bei dieser Mission besteht nicht nur aus der Verarbeitung von Bildern, sondern auch aus ihrer Interpretation. Bei Bennu trügt der Schein. Die Schatten der Sonne verändern sein Erscheinungsbild. Diese beiden Bilder zeigen genau denselben Ort auf dem Asteroiden. Der einzige Unterschied besteht in der Tageszeit der Aufnahme. Ziemlich schwer, dort einen flachen Untergrund für die Proben zu finden. Die Ausrichtung der Oberfläche ist ziemlich chaotisch. Der Boden kann steil abfallen und gleich daneben wieder steil ansteigen. Es ist also schwer, einen ebenen Bereich auf dem Asteroiden auszumachen. Manchmal entdecke ich auf den Aufnahmen von der Asteroidenoberfläche etwas, das mich an meine Klettererfahrungen erinnert. Dann muss ich mich stoppen und mir sagen, dass solche Eingebungen bei Bennu auch falsch sein können. Immerhin unterscheidet sich dieser kleine Planet stark von der Erde. Ein Unterschied zur Erde besteht in der Schwerkraft. Die Masse der Erde ist viele Billionen Mal größer. Durch ihre starke Schwerkraft herrscht in ihrem Innern genügend Druck und Hitze, um selbst massive Kletterfelsen zu schmelzen. Doch Bennu fehlt diese Schwerkraft. Bennu ist so klein, dass wir von Mikrogravitation sprechen können. Wie das Wort schon sagt, hat er eine sehr geringe Schwerkraft. Deswegen werden solche Materialien nicht unbedingt zusammengepresst und verdichtet. Die Geröllbrocken, aus denen Bennu besteht, könnten ganz weich und porös sein.
Vielleicht so porös, dass Bennu auf unserer Erde unter dem Druck der starken Schwerkraft auseinanderfallen könnte. Vielleicht zerbröseln diese Brocken unter der Sonde. Dieses Risiko dürfen wir nicht eingehen. Das Team hat keine Ahnung, welche Art von Oberfläche es erwartet. Unsere Sonde verfügt über viele Fähigkeiten und ist so konzipiert, dass sie mit vielen Unbekannten umgehen kann. Trotzdem war Bennu eine Riesenherausforderung. Manchmal läuft etwas nicht wie geplant. Es ist eben nicht immer einfach und unkompliziert. Aber es ist auch ein unglaubliches Gefühl, etwas zu sehen, das noch niemand zu Gesicht bekommen hat. Diese enorme Ehrfurcht hält bis heute an. Fast den gesamten Dezember hindurch erkundet Osiris-Rex den Asteroiden von allen Seiten. Wir begannen mit einer Reihe von Manövern, um zunächst einmal Bennus Masse zu schätzen. Das war sehr wichtig, da diesbezüglich große Unsicherheit herrschte. Dafür hatten wir nur wenige Wochen Zeit. Wir mussten herausfinden, womit wir es zu tun hatten und genug über Bennu lernen, um sicher in seine Umlaufbahn zu gelangen. Silvester 2018. Jemand hatte die Idee, sich wie zu einer Silvesterparty anzuziehen, weil wir da ja arbeiten mussten. Während der Rest der Welt das neue Jahr einläutet, steht das Team vor einer der größten Herausforderungen der Mission. Osiris-Rex sollen Bennus Umlaufbahn einschwenken. Erstmals wird eine Sonde versuchen, ein so kleines Objekt zu umkreisen. Wir sind daran gewöhnt, die Erde, den Mars und andere große Planeten zu umkreisen. Dort kann man die Position einer Sonde mit großer Präzision vorhersagen, weil wir so viel über deren Gravitationsfelder wissen. Ihre starke und konstante Schwerkraft hilft, eine Sonde in der Umlaufbahn zu halten. Doch in einer Mikrogravitationsumgebung wirken viele andere Kräfte. Eine Kraft, die neben der Schwerkraft auf die Sonde wirkt, ist der Strahlungsdruck der Sonne oder das Sonnenlicht, das mit der Oberfläche der Sonde interagiert. Wenn wir vom Strahlungsdruck der Sonne sprechen, meinen wir die Photonen des Sonnenlichts, die mit ihrer Energie gegen die Sonde drücken. Bennu ist ein kleines Objekt, sodass die Sonde eine Art Tanz zwischen der Mikrogravitation des Asteroiden und dem Strahlungsdruck der Sonne vollführen muss. Das Navigationsteam hat all diese Kräfte so exakt wie nie zuvor in der Planetenforschung simuliert. Es war der Höhepunkt jahrelanger Analysen und Planungen für diesen einen Moment. Bennu ist das kleinste Objekt, das je von einer Sonde umkreist wurde. Und Osiris-Rex hält den Weltrekord für die niedrigste jemals erreichte Umlaufbahn um einen Kleinplaneten. Die Sonde ist jetzt nur noch 1,5 Kilometer von der Oberfläche entfernt. Das neue Jahr scheint großartig anzufangen. Doch nur eine Woche später hat Bennu noch eine Überraschung parat. Das habe ich am Morgen des 7. Januar getan. Bei der Durchsicht von Aufnahmen des Asteroiden fällt Carl Hagenrother etwas Seltsames auf. Ich klickte mich durch die Bilder, klickte, bis ich auf ein Foto stieß. Mir fiel ein Sternhaufen gleich am Rand des Asteroiden auf, wo nicht so viele helle Sterne sein sollten. Ich dachte mir, ein ziemlich großer Sternhaufen. Sowas habe ich noch nie gesehen. Um eine detailliertere Ansicht dieser seltsamen Sterne zu bekommen, erhöht er Helligkeit und Kontrast der Bilder und stößt auf etwas noch Merkwürdigeres. Die Sterne verwandelten sich in Streifen. Feine Streifen. Ähnlich den Lichtstreifen auf Nachtaufnahmen von belebten Straßen.
Ich wurde das Gefühl nicht los, dass auf dem Asteroiden etwas vor sich ging, das wir übersehen hatten. Er beschließt, der Sache nachzugehen. Ich begann, Linien von den Streifen zurück zum Asteroiden zu ziehen. Ich entdeckte es nicht sofort und brauchte wohl über eine halbe Stunde, um es wirklich zu erkennen. Alle diese Streifen gingen vom selben Ort aus. Das bedeutete, dass wir es mit einem plötzlichen Ereignis zu tun hatten. Auf einmal sehen die leuchtenden Punkte nicht mehr aus wie ein Sternhaufen, sondern wie Geröll und Staub, die sich von Bennu entfernen. Als würde er explodieren. Ich ging also rüber zu Dante und er wurde bleich. Das hat mich echt umgehauen. Es sah aus, als würde Bennu sich in einen Kometen verwandeln und Teilchen im Weltraum verstreuen. Meine erste Reaktion war, überlebt die Sonde das? Wir riefen sofort alle zusammen und überlegten, müssen wir durchstarten und den Asteroiden verlassen? Oder kann die Sonde in der Umlaufbahn bleiben? Noch weiß das Team nicht, wie groß die Teilchen sind. Es besteht die Gefahr, dass sie schnell genug sein könnten, um der Sonde ernsthaften Schaden zuzufügen. Schnell prüften wir die Größe der Teilchen und ihre Geschwindigkeit. Nach sorgfältiger Analyse zeigt sich jedoch, dass die Teilchen ziemlich klein sind, zwischen 2 und 10 cm. Und was noch wichtiger ist, sie bewegen sich relativ langsam. Die Geschwindigkeiten waren so gering, dass die Teilchen im Ernstfall von der Sonde abgeprallt wären. Das änderte die Stimmung im Team. Aus einem Problem wurde eine spannende wissenschaftliche Entdeckung. Bennu ist ein aktiver Asteroid. Wie kann das sein? Vielleicht geschieht sowas auf jedem Asteroiden im Weltall. Wir waren nur die erste Mission mit den richtigen Instrumenten, der richtigen Entfernung und den richtigen Daten, um es zu entdecken. Aber überall im Sonnensystem könnte dies ein ganz normales Phänomen sein. Doch was ist die Ursache dafür? Carl Hagenrother hat eine Theorie. Es könnten Meteoriten sein, die auf die Oberfläche prallen. So wie die Meteoriten, die wir am Himmel sehen. Wir halten das Sonnensystem gern für etwas Fertiges, in dem alles seinen Platz hat. Doch so ist es nicht. Es ist sozusagen noch immer im Bau. Asteroiden und andere Objekte kollidieren bis heute. Asteroiden prallen nicht nur auf die Erde und töten Dinosaurier. Sie kollidieren auch miteinander und werden in Stücke zerschlagen. Das alles ist sehr dynamisch. Wir sehen der Entwicklung des Sonnensystems in Echtzeit zu. Bennu war ein großes Puzzle. Wir haben Dinge gesehen, die wir nie erwartet hätten, sowie die umherfliegenden Teilchen. Andererseits sind einige unserer Annahmen falsch gewesen. Wir sind inzwischen alle sehr abergläubisch. Wir versuchen nichts Gutes über das Projekt zu sagen, weil das Unglück bringt. Diese Mentalität ist wohl so alt wie die Menschheit. Im Team herrscht zu diesem Zeitpunkt nicht viel Zuversicht. Während Osiris Rex Bennu auf einer niedrigen Umlaufbahn umkreist und dabei Tausende von Bildern macht, ist noch immer kein geeigneter Ort für die Probenentnahme in Sicht. Wir sorgten uns allmählich ein bisschen, ob wir überhaupt noch eine sichere Stelle finden würden. Die Wahl des richtigen Ortes ist wichtig, denn er muss zu einer einzigartigen Vorrichtung passen, die wesentlich für den Erfolg der Mission ist. Beim US-Raumfahrtkonzern Lockheed Martin tüftelte ein Team jahrelang an einem Roboterarm namens TechSam. Unser Ansatz ist neu. Erstmals wollen wir eine große Menge an Material sammeln. TechSam besteht aus einem fast 3,5 Meter langen Arm, der Bennus Oberfläche berühren soll. Das ist der einzige Teil der Sonde, der in Kontakt mit der Oberfläche des Asteroiden kommt. Der Durchmesser beträgt etwa 30 cm. Sieht nach Hightech aus, ist aber eigentlich nur ein Luftfilter.
Der Roboterarm setzt auf und stößt unter Druck gesetzten Stickstoff aus, um Probenmaterial aufzuwirbeln und in den großen Luftfilter zu saugen. Wir haben TechSAM viele hundert Male getestet und festgestellt, dass die Länge des Kontakts sehr davon abhängt, wie die Oberfläche beschaffen ist. Bei einem festen Schotterbett wird die Kontaktzeit kurz sein. Ist das Material weicher, sodass der Kopf des Roboterarms etwas einsinkt, dauert es länger, bis zu 10 Sekunden. Danach zündet die Sonde ihr Triebwerk und verlässt die Oberfläche. Dann müssen wir die Ausbeute ermitteln. Wir können den Filter herumdrehen. Und wenn alles gut geht, das ist nicht garantiert, können wir in den Kopf hineinsehen, um den Inhalt zu inspizieren. Um die Proben zu überprüfen, brauchen wir nicht unbedingt Bilddaten. Denn der Arm lässt sich weit ausfahren und um 360 Grad drehen. Stellen wir uns die Sonde als ein Karussell vor. Wenn man ganz allein auf einem leeren Karussell sitzt, kann man genügend Schwung geben, um schneller zu fahren. Das ist leicht. Kommt jedoch noch ein weiteres Kind hinzu, das mitfahren will, wird es viel schwerer, das Karussell zu beschleunigen. Je mehr Masse sich auf dem Karussell befindet, desto schwerer ist es anzuschieben. Dasselbe gilt auch für Osiris Rex. Mit mehr Masse im Kollektorkopf dreht sich die Sonde langsamer. Durch Messen der Geschwindigkeit kann das Team also berechnen, wie viel Material gesammelt wurde. Wir wissen das dann absolut genau. Wenn wir feststellen, dass das Material nicht ausreicht, hat die Sonde noch zwei weitere Gasflaschen an Bord, sodass wir noch einen zweiten oder dritten Versuch hätten. November 2019. Weltraumforscher aus der ganzen Welt treffen sich zu einem internationalen Asteroiden-Workshop. Auch das Osiris-Rex-Team ist dabei. Ebenso wie Mitglieder der zweiten japanischen Mission zu einem Asteroiden, Hayabusa 2. Anfangs gab es kleine Rivalitäten zwischen beiden Teams. Immerhin hatten sie dieselbe Idee wie wir. Doch wir merkten sehr schnell, dass wir Teil derselben Community sind und alle vor der gleichen schwierigen Aufgabe stehen. Nachdem die erste Hayabusa-Sonde mit ihren Proben zurückgekehrt war, beschloss die japanische Raumfahrtagentur, eine weitere, noch ehrgeizigere Mission zu starten. Wir waren sicher, dass wir eine noch bessere Sonde bauen konnten. 2018 gelangte Hayabusa 2 zu einem neuen Ziel. Einem Asteroiden, der sich als Zwilling von Bennu herausstellte. Als wir seine Form sahen, waren wir überrascht. Mein erster Gedanke war, du meine Güte, das ist ja Bennu. Was sollen wir tun? Der Asteroid heißt Ryugu. Ein Laie würde sie für Zwillinge halten. Obwohl Ryugu etwa doppelt so groß ist wie Bennu, haben sie dieselbe Form. Beide sind außerdem kohlenstoffreich und von Geröll übersät. Warum ähneln sich diese Asteroiden so sehr? Der Planetologe Patrick Michel, der den Teams beider Missionen angehört, hat eine kühne Theorie. Ich sagte, dass sie vom selben Mutterkörper stammen könnten. Der Gedanke dahinter: dieser Mutterkörper kollidierte vor Jahrmillionen mit einem anderen Asteroiden. Während sich der Staub legte, sorgte die Schwerkraft dafür, dass sich die Bruchstücke zusammenballten. Das ist sozusagen verklumptes Material, das von seiner eigenen Schwerkraft zusammengehalten wird. Bennu und Ryugu sind Ansammlungen massiver Gesteinsbrocken und von Geröll. Alles entstand ungefähr zur selben Zeit. Man könnte sie sogar als entfernte Cousins bezeichnen. Warum die beiden Cousins dieselbe Kreiselform haben, ist ein Rätsel, das die Forscher zu lösen hoffen.
Cool, dass wir zu Objekten fliegen, die verwandt sein könnten. Doch es gibt einen verblüffenden Unterschied. Osiris-Rex hat in Bennus Gestein Minerale entdeckt, die gebundenes Wasser enthalten. Wie Kohlenstoff ist Wasser eine wichtige Voraussetzung für die Entwicklung von Leben. Alles deutet darauf hin, dass es an der Oberfläche des Asteroiden eine Menge Wasser gibt. Bis zu 10% der Minerale enthalten Wasser. Cousin Ryugu hingegen ist ausgedörrt. Dort ist alles sehr trocken, also grundsätzlich anders. Grundsätzlich anders ist auch die Strategie, mit der Hayabusa 2 nach einem Landeplatz sucht. Es werden mehrere Roboter auf der Oberfläche abgesetzt, die mit zahlreichen Instrumenten ausgestattet sind. Es gibt eine Kamera sowie Messinstrumente für die Temperatur und die Zusammensetzung der Oberfläche. Einige der Roboter können sich springend fortbewegen. Der Roboter kann rotieren, sich von der Oberfläche abstoßen und dann hüpfen. Die Roboter sammeln Daten und Bilder. Das Team entscheidet sich für einen Ort zur Probenentnahme und setzt eine Zielmarkierung. Im Februar 2019 der erste Versuch. Die Landung ist sehr riskant. Wir sind also alle nervös. Endlich. Das Signal ist da. Der gesamte Kontrollraum war so aufgeregt. Ich erinnere mich an den Jubel meiner japanischen Kollegen, als wir begriffen, dass wir erfolgreich waren. Später empfangen sie eine Reihe von Aufnahmen, die zeigen, wie die Sonde auf Ryugus Oberfläche landet und wieder abhebt. Alle sind überrascht von dem, was sie sehen. Ryugus Oberfläche sieht zwar so aus, als wäre sie mit Felsbrocken übersät. Doch sobald eine Kraft auf die Oberfläche wirkte, sahen wir überall Bruchstücke umherfliegen. Die Oberfläche ist sehr brüchig und viel weicher als gedacht. Das stärkte mein Vertrauen in unsere Technik. Selbst wenn wir auf einem dieser Geröllfelder landen würden, wäre das nur lose verbundene Material wahrscheinlich leicht aufzubrechen. Sollten wir im schlimmsten Fall auf einem Gesteinsbrocken aufsetzen, könnten wir selbst dann mit einer Menge Proben rechnen. Möglicherweise eine gute Nachricht für das Osiris-Rex-Team. Doch es gibt keine Garantie, dass Bennus Oberfläche ähnlich beschaffen ist. Trotz der vielen Daten, die wir bis jetzt gesammelt haben, gibt es immer noch vieles, das wir erst wissen werden, wenn wir Bennu berührt haben. Wenn wir den Asteroiden endlich sehen, sind unsere Hypothesen oft hinfällig. Alles wird auf den Kopf gestellt. Einige Monate später nimmt das Hayabusa-2-Team eine zweite Probe. Diesmal wird ein Kupferprojektil auf Ryugus Oberfläche abgefeuert. Aus dem so entstandenen Krater soll möglichst ursprüngliches, unberührtes Material gewonnen werden. Der Krater ist wie eine Ausgrabung. Wir entfernen die oberste Schicht, die seit Hunderttausenden oder sogar Milliarden von Jahren dem Sonnenwind und dem Einschlag von Mikrometeoriten ausgesetzt war, und dringen so in tiefere Schichten vor. Die verborgenen Schätze aus dem Krater werden gesammelt und verstaut. Obwohl das Hayabusa-2-Team zwei Proben nehmen konnte, hat es keine Möglichkeit, seine Ausbeute zu überprüfen. Anders als bei Osiris-Rex muss es damit bis zur Rückkehr der Sonde auf die Erde warten. Dezember 2019. Osiris-Rex hat viele tausend Aufnahmen von Bennus Oberfläche gemacht und jeden Zentimeter nach dem besten Ort für die Proben abgesucht. Bis jetzt sind es 53.000 Bilder. Osiris-Rex wird diese Bilderflut nutzen, um zum Aufsetzpunkt zu navigieren.
Nachdem wir die Oberfläche des Asteroiden kartiert hatten, wählten wir einen Ort aus. Er liegt auf etwa 55 Grad nördlicher Breite, also ziemlich weit oben. Das Team tauft die Stelle Nightingale, Nachtigall. Dieser Krater in der Nähe von Bennius Nordpol bietet ideale Voraussetzungen. Er eignet sich hervorragend für eine Probenentnahme. Das Material ist dort sehr feinkörnig und es gibt viel Platz. Wenn wir dort aufsetzen können, sind wir zuversichtlich, dass wir unsere Proben bekommen. Doch ganz in der Nähe lauert ein großes Hindernis. Da steht ein riesiger Felsen gleich südwestlich des Kraters. Ich nenne ihn Schicksalsberg. Wie in Herr der Ringe. Bennius Schicksalsberg ist so hoch wie ein zweistöckiges Gebäude. Wir müssen ihn überfliegen und dann im Krater landen, um das Material zu sammeln. Doch der Krater ist nicht so groß wie vom Team erhofft. Der orangefarbene Kreis markiert den Bereich mit einem Durchmesser von 50 Metern, der ursprünglich für eine sichere Landung geplant war. Es gibt in der Nähe keinen anderen sicheren Ort. Der Durchmesser des neuen Zielgebiets beträgt nur noch 8 Meter. Unser Landebereich ist viel kleiner als erwartet, nur wenige Parklücken groß. Wir bräuchten eigentlich mehr Platz. Wir müssen versuchen, jeden noch so kleinen Fehler auszuschließen, um direkt ins Schwarze zu treffen und unsere Probe zu nehmen. Um die Sonde vor Gefahren zu schützen, benötigt das Navigationsteam extreme Nahaufnahmen von Nightingale. Wir können Objekte von der Größe eines Pennys fotografieren. Die beiden hellen, grün umrandeten Punkte liegen im Zentrum von Nightingale. So müsste die Sonde genau erkennen können, wo sie ist, während sie sich der Oberfläche nähert. Es ist eine sehr intelligente Sonde, die eigenständig entscheiden kann. Wenn sie merkt, dass etwas schiefläuft, passt sie selbst auf sich auf. Die Sonde überprüft ihre Position selbst. Sagt sie, dass wir an einer gefährlichen Stelle landen, müssen wir neu ansetzen. Wenn sie am Pluto vorbeifliegen, in eine Umlaufbahn um den Mars einschwenken oder auf einem Planeten landen, muss alles genau nach Plan verlaufen, denn es gibt keine zweite Chance. Aber Osiris Rex ist eher wie ein Kolibri. Wir können die Manöver so lange abbrechen und neu starten, bis die Sonde beschließt, dass es gut aussieht und wir aufsetzen und die Probe nehmen können. April 2020. Die schwierige Mission ist noch komplizierter geworden, denn die Landung muss nun unter Pandemiebedingungen geprobt werden. Die Anordnung, im Homeoffice zu arbeiten, die wir im März erhielten, traf unser Team zum schlimmstmöglichen Zeitpunkt. Wir steckten mitten in den letzten Tests und Vorbereitungen für die Probelandung. Ein paar von uns mussten vor Ort sein, aber die große Mehrheit sah von zu Hause aus zu. Wir übergaben die Kontrolle an die Sonde, die eigenständig ihren Weg zur Oberfläche finden sollte. Wir positionierten sie 60 Meter über Bennius Oberfläche. Als sich der Roboterarm auf Nightingale zubewegte, erschien plötzlich alles viel realer. Wir waren genau über dem Ziel. Der Bordcomputer funktionierte perfekt und übertraf all unsere Erwartungen. Das war wirklich eine große Leistung aller. Enttäuschend war für uns nur, dass wir nach all der harten Arbeit für diesen gewaltigen Meilenstein der Mission nicht als Mannschaft zusammenkommen und unseren Erfolg feiern konnten. Am 20. Oktober 2020 ist es soweit. Nach zwei erfolgreichen Tests versucht Osiris Rex, auf dem Asteroiden zu landen. Ich schwitzte und war sehr nervös. Alle warteten auf das Signal.
Die letzten 10 Minuten davor kamen mir unwirklich vor. Mir gingen so viele Gedanken durch den Kopf, dass es schwer ist, sie in wenige Worte zu fassen. Es war unwahrscheinlich spannend. In diesem Moment trifft Osiris Rex die Entscheidung. Endlich hat Osiris Rex Bennus Oberfläche berührt. Es ist der Höhepunkt jahrelanger Arbeit. Ich bin sehr beeindruckt. Alles hat phänomenal gut funktioniert. Wir haben das Ziel fast perfekt getroffen. Mit mir am Steuer hätte es nicht besser klappen können. Unglaublich, dass wir es geschafft haben. Ein guter Tag. Die Heimreise zur Erde dauert 2 Jahre. 2023 wird eine Kapsel mit den kostbaren Gesteins- und Staubproben per Fallschirm in der Wüste von Utah landen. Dann beginnt die nächste Phase der Erforschung des Asteroiden. Es liegt noch ein langer Weg vor uns, wenn wir verstehen wollen, wer wir sind, wie wir hierher kamen und wie unsere langfristige Zukunft auf diesem Planeten aussieht. Für uns Menschen ist das Unbekannte eine Herausforderung. Wir wollen den Weltraum erforschen. Warum? Das ist vielleicht Teil unserer DNA.